Also vielen Dank für die Einladung. Danke Creatives Mornings. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und über ein Projekt sprechen können, das schon einige Jahre zurückliegt. Wie wir gehört haben, passt es genau zum derzeitigen Thema der Creative Mornings. Und weil es gerade so lang her ist, hat es uns in der Vorbereitung viel Spaß bereitet, das Thema eben nochmal durchzugehen, weil es für uns ein sehr intensiver Prozess war. Um die ganze Story zu erzählen und einen Kontext zu geben, Georg und ich haben gemeinsam 2009 an der New Design University in St. Pölten begonnen, Grafikdesign zu studieren und sind im Jahr 2012, also nach dem vierten Semester, nach Berlin gegangen, um bei der Dudes Factory ein Praktikum zu machen. Die Dudes Factory ist ein Kreativlabel, eine Schnittstelle zwischen Illustration und Streetwear. Wir sind damals, wie auch hier im Bild zu sehen, über den Illustrator Macbeth auf die Firma aufmerksam geworden. Sind nach Berlin gekommen und haben das erste Projekt betreut, eine kleine Kollaboration mit einem Tätowierer namens Pete Corey. Und der Georg, was man ja sonst im Praktikum nicht alles macht, holt sich gleich in der ersten Woche bei dem ein Tattoo ab. Und wie man sich vorstellen kann, war dann das ganze Praktikum vom Thema Tattoo geprägt. Wir haben recherchiert, was geht in Berlin in der Szene vor, was gibt es für Künstler. Und das erste Mal taucht der Name Valentin Hirsch auf. Valentin hat damals bei AKA in Berlin als Tätowierer gearbeitet und ein Motiv, das uns aus diesem Sommer ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ist eben dieser abstrahierte Vogel mit dem geometrischen Körper. Für uns war die Bildsprache und die Motivwahl was ganz Neues, es war ein eigener Stil und mit dem Eindruck von Valentin Hirsch sind wir dann zurück nach Österreich gekommen. Und von dem Zeitpunkt an hat uns das Thema Tattoo einfach nicht mehr losgelassen. Und dann sind wir wieder heim und die Abschlussarbeiten sind irgendwie näher gerückt. Und ich habe angefangen, mich zu beschäftigen, okay, was gibt es da eigentlich für Sachen? Woher kommt das? Und wie lange wird das eigentlich schon praktiziert? Und wenn man sich da ein bisschen beschäftigt, kommt man drauf, das gibt es seit Tausenden von Jahren auf der ganzen Welt verteilt. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum nehme ich das nicht auf in meine Abschlussarbeit und beschäftige mich damit und mache quasi ein fiktives Tattoo-Museum und schaue mir an, wie das präsentiert wird. Und wenn ich sage Tattoo, dann hat jeder von uns irgendein ein Bild im Kopf und hat eine Vorstellung, meistens irgendwas Schmuddeliges damit in Verbindung. Das hat damit zu tun, dass in den letzten 50 Jahren das eben ein schlechtes Image hatte. Und das ist aber nicht repräsentativ für mich gewesen. Es hat nichts mit dem zu tun, was ich irgendwie in Berlin erlebt habe. Das zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten, hat Tradition und Bedeutung. Und dann sind wir eben wieder auf den Valentin gekommen und ich war halt irgendwie nervös und habe ihn kontaktiert und habe gesagt, ich würde irgendwie gerne einen Teil über ihn machen. Und hatte das Glück, dass er mich eingeladen hat und gesagt, ja, komm doch einfach nach Berlin, ich weiß nicht genau, was du da machen willst, aber komm einfach mal vorbei. Und was ich dort gemacht habe, ist, ich habe mir angeschaut, wie arbeitet er und was denkt er über dieses Thema. Und dann sind mir ein paar Sachen aufgefallen, gleich von Anfang an weg. Und das erste war, die Leute, die kommen, die suchen sich nichts im Katalog aus. Die kommen auch nicht mit ihrer eigenen Zeichnung. Alles, was sie haben, ist quasi eine Idee, ein Thema und die Interpretation macht er. Und sie sehen es auch erst an dem Tag, wo es quasi tätowiert wird. Also da gibt es keine Korrekturphasen oder sonstiges, sondern kommt man hin und dann gibt es das, was es gibt, das, was er entworfen hat. Und das Zweite, was er mir erzählt, ist, dass er in Wien studiert hat, auf der Akademie für Bildende Künste und eigentlich Zeichnungen gemacht hat und Radierungen. Also er kommt aus einem ganz anderen Medium. Und dann kommt ein Satz, der uns bis heute begleitet. Er hat zu mir gesagt, er sieht sich gar nicht als Tätowierer, er sieht sich als Künstler. Und das mag irgendwie komisch klingen, aber wenn man sich seine Arbeiten anschaut, dann ist ganz klar, dass er nur eine Entwicklung weiterführt und das Medium gewechselt hat. Und er hat auch zu uns dann etwas gesagt, er hatte schon immer das Gefühl, Papier zu tätowieren mit dem Stift, weil er quasi in dieses Medium hineinarbeitet. Und mit dem ganzen Input bin ich vorerst mal heim und habe dieses Museumsthema abschließen müssen und habe gesagt, okay, wir machen das quasi so in einem Kontext eines Museums, wir schauen, was ist die Tradition und wo geht's hin. Und das besondere Augenmerk jetzt da noch, muss ich auf diesen Teilbereich, auf diesen Valentin Hirsch-Katalog, den ich gemacht habe, richten. Ich wollte seine Geschichte erzählen, ich habe irgendwie was erfahren, was ich in der Tattoo-Thematik noch nie gesehen habe, und zwar den Kontext der Kunst.
Und wie es so ist mit einer Abschlussarbeit, da ist eine Reichweite halt einfach sehr begrenzt. Das sehen halt ein paar Leute, der engere Kreis, und wir wollten das, oder ich wollte das irgendwie viel größer erzählen. Und ein paar Monate später habe ich ihn dann getroffen, haben mir wieder ein Tattoo abgeholt. Und dann kam die Frage von ihm, wollen wir das nicht irgendwie größer aufzählen, wollen wir ein Buch draus machen? Und da war die Buchidee quasi geboren, und wir wollten seine Entwicklung zeigen und zeigen, dass das nichts, also keine normale, keine normale Tattoo-Karriere ist, das ist was anderes, das ist ein Mediumwechsel und das ist eine Besonderheit. Und wir hatten aber zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Vorstellung von dem Ausmaß, das es annehmen sollte. Und ich bin dann relativ spontan irgendwie 2 Monate später nach Berlin gezogen und wir haben gesagt, okay, wir setzen das jetzt einfach um. Und als Georg nach Berlin gezogen ist, habe ich schon fast ein Jahr lang in Berlin gelebt und dort ein Praktikum und dann auch eine Anstellung bei der Agentur Borus genossen. Mir war das Projekt von Georg und Valentin natürlich bekannt, und als Georg da im Sommer dann dort war, haben wir ständig darüber gesprochen. Wir haben gemeinsam im Dialog Material, das der Georg schon gesichtet hatte, angesehen, designerische Ideen gesammelt und das Konzept und den Aufbau verfeinert. Und die große Frage für das Projekt war aber nach wie vor, wie kann man das dann eigentlich realisieren? Gibt es da irgendwie einen Verlag? Macht man das da gibt es ja die Produktionsmöglichkeiten, dass On-Demand-Bücher produziert werden, das war alles nicht klar. Und der coole Zufall war, dass diese Agentur Borus sich das Studio in Kreuzberg mit dem Distanzverlag teilt. Und Distanz verlegt Bücher über zeitgenössische Kunst, Architektur und Design. Der ein oder andere kennt es vielleicht von Freunden von Freunden, das ist deren Bestseller. Was uns aber am Verlag speziell interessiert hat, war das, dass die Bücher wie beispielsweise von Olafur Eliasson oder Alicia Quade und ziemlich vielen coolen zeitgenössischen Künstlern verlegen. Weshalb die Vorstellung, Valentins Kunst des Tätowierens mit denen in einem Bücherregal zu sehen, war sehr erstrebenswert. Und das war eigentlich eine super Ausgangsposition. Und ich habe das dann mal in der Mittagspause anklingen lassen bei Uta Grosenig, der Verlagschefin, dass wir diese Idee haben. Und die haben dann irgendwie recht schnell reagiert und auch mal gleich den Valentin gegoogelt und waren von dieser Person, vor allem unter dem Aspekt, wie er sich entwickelt hat, die waren sehr interessiert dran. Wir haben also ein Meeting mit denen bekommen, und dann war es eigentlich klar, dass das Team jetzt von Valentin und Georg um eine Person, nämlich um mich, erweitert wird. Und dann gab es das erste Meeting. Und wie lief das Ganze? Wir waren super naiv. Wir hatten eigentlich keine Ahnung, wie das abrennen soll. Wir dachten, wir präsentieren die Idee und die, keine Ahnung, umarmen uns und danken uns, dass wir ihnen sowas Tolles darbieten. Das war genau das Gegenteil, denn die erste Frage, die kam, war, wie ist denn euer Budget? Und wir hatten uns zu dem Zeitpunkt zum Thema Budget noch gar keine Gedanken gemacht. Also hieß es, ihr habt eine To-Do-List, wir müssen da, um da weiter zu sprechen, ein Angebot schnüren. Ihr müsst natürlich wissen, ein paar Formalitäten, wie sieht das Buch aus von den Abmessungen, vom Umfang, Produktionsmethoden, irgendwelche Veredelungen. Das heißt, wir sind nochmal zurückgegangen und haben dann zum zweiten Meeting diese ganzen Parameter versucht zu erfüllen. Die To-Do-Liste abgearbeitet und dort gleich ein Papier ausgesucht, die Bindeart, also es war alles abgesteckt von den Rahmenbedingungen. 2 Wochen später kommt eine E-Mail rein, Distanzverlag an uns drei geschickt, hoch erfreut. Es war zuerst die Textnachricht, wir bekommen den Platz im Frühjahrsprogramm des Verlags, wir müssten bis Januar eine Zusage machen, also der Zeitpunkt war dann September 2014, also bis Januar müssten wir wissen, ob wir das über Sie publizieren wollen. Sie haben uns sehr gelobt oder halt komplimentiert, dass das Buch halt so super reinpasst ins Programm. Wir waren ganz happy, angehängt war ein dickes PDF mit dem Angebot, Kostenpunkt ca. 20.000 Euro für eine Auflage von 1.500 Stück. Das hat uns mal vorerst total erschlagen, weil wir, wie gesagt, keine Vorstellungen hatten. Wir hatten aber eben diesen idealen Verlag, wo wir eben gern unser Buch erscheinen hätten sehen. Und jetzt war die nächste Frage, wie stellen wir das auf die Beine? Das ursprüngliche Designprojekt, warum
Georg und ich eigentlich da auch in Berlin uns dann dem gewidmet haben, wurde also vorerst mal zu einem planerischen Projekt, wo es vor allem ums Finanzielle ging. Und dann ging es darum, was haben wir für Finanzierungsmöglichkeiten? Es hat sich schnell herausgestellt, dass jegliche Form von Förderung für unseren Zeitrahmen eigentlich nicht mehr machbar war. Wir waren viel zu spät dran. Okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir irgendwie eine Chance gesehen. Der Valentin hatte zu dem Zeitpunkt einfach schon eine relativ große Fanbase. Das heißt, er hatte schon einige 10.000 Follower auf Instagram. Das war damals noch unfassbar viel. Und wir haben gedacht, warum nützen wir das nicht? Und zu dem Zeitpunkt war Crowdfunding auch noch relativ neu. Und zum Beispiel Kickstarter war nur schwer möglich in Deutschland, mit dem Firmensitz in den Niederlanden nur oder in England. Also haben wir uns für die zweitgrößte Plattform entschieden, Indiegogo. Und haben uns für einen festen Betrag entschieden. Haben gesagt, okay, wenn wir das finanzieren, wenn die Leute uns quasi das Vertrauen geben und das Geld geben, dass wir das machen, dann können wir es machen und sonst müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Und haben gesagt, okay, wir nehmen uns ein ambitioniertes Ziel. Der Paul hat vorher schon die 20.000-Euro-Summe genannt. Und da haben wir noch was draufgeschlagen. Wir haben es relativ hoch kalkuliert, weil wenn diese Dinge dann verschickt werden, was man, die Leute finanzieren das vor, und wenn es zustande kommt, muss man es alles verschicken, verpacken. Da ist relativ viel Geld dann im Spiel. Und wir haben noch was draufgepackt und haben gesagt, damit muss ich eigentlich ausgehen. Und wenn wir das in 40 Tagen schaffen, okay, dann machen wir das. Und da ist aber ein großer Puffer. Also wir haben das so kalkuliert, dass wir gesagt haben, ah, das werden wir nie brauchen. Dann haben wir 4 Wochen gehabt, um diese Kampagne vorzubereiten. Man muss sich das dann irgendwie vorstellen. Und was wir noch nicht hatten, was wir gebraucht haben, war ein Buchtitel. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ein paar Ideen, aber noch nichts Konkretes. Und gleichzeitig mussten wir die Sachen auch visualisieren, dass die Leute, die das unterstützen, eine Ahnung haben, was sie da irgendwie fanden können. Und wir mussten auch ein Video drehen, um das vorzustellen. Und das Interessante an dem Ganzen ist, zu dem Zeitpunkt ist alles nur fiktiv. Man macht Mockups, man tut Sachen machen und hofft einfach nur drauf. Aber eine echte Umsetzung kommt natürlich erst, wenn das finanziert wird. Und dann ging es darum, okay, wie nennen wir dieses Buch? Und dann haben wir uns die alten Arbeiten angeschaut und die neuen und haben so einen Überblick gemacht gemeinsam. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es ein wiederkehrendes Thema und Element gibt. Und das war die Symmetrie. Und das kommt daher, dass er immer schon mit Symmetrie gearbeitet hat. Also er hat immer schon in Wien auch, wo er noch studiert hat, einen Spiegel als Hilfsmittel genommen, um quasi Gesichter zu spiegeln und Formen zu entwickeln. Und er hat mir gesagt, gerade letzte Woche, für ihn ist das immer so gewesen, er hat eine Hälfte gezeichnet, die er dann gespiegelt und wiederholt hat. Und das kreiert eine eigene Ästhetik. Ihr wisst sicher, dass kein Gesicht wirklich symmetrisch ist. Und das täuscht eine gewisse Perfektion vor, die eine wahnsinnige Spannung erzeugt. Und das war dann auch unser Titel. Und wir haben gedacht, okay, wir nennen die Kampagne vielleicht auch so und haben ein Kampagnenlogo erstellt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben Symmetries, Spiegeln, wie greifen wir das auf? Wir nehmen das Doppel-M und machen einen eigenen Buchstaben draus. Und dann gab es eben noch Mockups, ein Buch, da hatten wir auch ein paar Innenseiten und das Cover, drei Sticker und eine Art von Prints, das war's. Und natürlich ein Video dazu und das zeigen wir euch jetzt schnell. Hello, my name is Valentin Hirsch. I'm a Berlin-based artist. I studied fine arts in Vienna with my main emphasis on drawing and engraving. It always felt like tattooing paper. In 2010, I moved to Berlin and started to work on skin. From the beginning, I tried to capture the moment and keep record of my work. Now I'm very excited to develop this material into a book. And the only missing element is your support. In my book Symmetries, not only I want to show my artistic transition from paper to skin, but also I want to show tattooing in the context of art.
für uns war es noch ein Start. Wie ihr seht, oder wie ihr gesehen habt, am 8. Dezember haben wir die Kampagne gestartet. Und dann ist was passiert, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und zwar hat uns der junge Mann angeschrieben und hat sich herausgestellt, er heißt David Abramovic und er arbeitet bei Indiegogo und schreibt uns ein Mail. Und stellt sich raus, er ist ein riesen Valentin-Hirsch-Fan. Und bei so Plattformen ist es so, für ganz große Projekte kriegt man quasi einen Coach von ihnen zur Verfügung gestellt. Wir waren weit unter seinem Radar. Aber da er Fan war, hat er gesagt, Jungs, ich würde euch gerne unterstützen, ich würde euch gerne coachen. Das kostet nichts und wir kriegen das schon hin, wir müssen ein paar Sachen machen. Und dann haben wir alle paar Tage geskypt und er hat gesagt, das sind wichtige Sachen, die ihr noch ändern müsst. Und die möchte ich euch irgendwie mitgeben. Das Erste, was er gesagt hat, ihr habt viel zu wenig Perks, also Sachen, die die Leute kaufen können. Er hat gesagt, erweitert diese Palette, sodass fürs kleine Budget und fürs große Budget was dabei ist. Dass jemand, der irgendwie das Projekt unterstützen will, vielleicht nicht mehr geben kann als ein paar Euro oder will, der kann zum Beispiel genannt werden im Buch. Und jemand, der wirklich Sachen sammelt vom Valentin, der braucht ein großes Bundle, der muss die Möglichkeit haben, irgendwas Größeres zu erwerben. Also haben wir es nach und nach erweitert und limitierte Sachen rausgebracht. Und das Zweite, wir hatten ein bisschen Bammel mit dem Betrag. Es ist schon sehr viel Geld auch für uns gewesen. Und er hat uns zu uns gesagt, vergesst den Betrag, der da oben steht. Das ist irrelevant. Das Einzige, auf was ihr schauen müsst, ist der Balken. Und das Wichtigste ist, dass die Leute schauen nur auf diesen Balken. Wird das, also schaffen die das oder schaffen die das nicht? Und das Wichtigste ist auch, dass gleich am Anfang ungefähr, dass man seine Leute motiviert, irgendwie gleich zu finanzieren, dass das erste Drittel ganz schnell kommt. Sonst versinkt das, sonst glaubt keiner dran und dann wird niemand euch finanzieren. In der Mitte von eurer Kampagne gibt es immer ein Loch. Die Aufmerksamkeit geht runter, das Interesse nimmt ab. Und dann, gegen Ende, kriegt es dann wieder Schwung und die Leute haben das Gefühl, wow, die schaffen das. Und jetzt schmeiße ich auch noch was rein und bin ein Teil davon. Und genauso wichtig ist immer der Kontakt mit der Community. Zeigt einfach, ihr seid nur eine Handvoll Leute, die das machen. Ihr seid kein großer Betrieb. Und das ist aber ein Pluspunkt. Zeigt das Team dahinter und haltet die Leute ehrlich auf dem Laufenden, was passiert, auch wenn was schief geht. Und die Aufmerksamkeit muss einfach auch ständig hoch sein, also viel Pressearbeit, ständig Social Media und da hat auch Valentins Frau ganz viel für uns übernommen. Und wenn man all das macht, was eine Riesenarbeit ist dazwischen, kann man eigentlich nur noch hoffen und schauen, wird das was? Und als die Kampagne dann dem Ende zuging, also es war wirklich bis fast 2 Tage vor Kampagnenende noch nicht sicher, ob wir das schaffen oder nicht. Am Ende jedoch sind wir mit 107% rausgegangen. Also wir haben das Funding-Ziel sogar ein bisschen überschritten. Es war endlich geschafft und man kriegt dann von Indiegogo das schön aufbereitet, wie das gelaufen ist. Wir hatten 468 Unterstützerinnen aus der ganzen Welt, nämlich aus 42 Nationen. Und da wurde uns auch das Ausmaß eigentlich wirklich erst begreifbar, wie weit einfach unsere Kampagne die Runden gemacht hat. Wirklich von den USA bis Südostasien alles mit dabei. Und obwohl jetzt die Kampagne geschafft war, hieß es für uns, die Arbeit mit dem Buch geht jetzt los. Wir sind dann eben Mitte, Ende Januar 2015 war das dann. Wir konnten dem Verlag endlich zusagen, dass wir das wahrnehmen wollen. Und wieder mal haben die uns mit einer To-Do-Liste und einem Zeitplan versorgt, was beim Buch ja gestalterisch schon ziemlich klar war, in welche Richtung das geht. Und auch vom Material von Valentin fehlte noch der Textteil. Es war ein Interview geplant zwischen Uta Grosenig, der Verlagschefin, und Valentin Hirsch. Es ist auch ein Essay drinnen von Gunter Damisch, dem früheren Mentor und Professor von Valentin. Das heißt, es gab viel Arbeit mit dem Verlag. Das Buch, auch wegen der Reichweite der Kampagne, wurde zweisprachig umgesetzt, Deutsch-Englisch. Das heißt, wir hatten dann auch noch Übersetzer und so weiter. Und on top von dem ganzen Buch und allem waren natürlich auch, dass diese Perks, die wir unseren Unterstützerinnen versprochen haben, dass die produziert werden mussten. Das hier Siebdrucke mussten gemacht werden, Sticker gedruckt, dann hatten wir auch so gravierte Holzplatten mit Motiven von Valentin. Das musste alles eigentlich in der Zeit erledigt werden. Aber es gab auch endlich die Designarbeit und da möchte ich euch jetzt ganz kurz erzählen, was da so passiert ist. Wir haben ja eben diese Tattoo-Welt, wo oftmals sehr überladenes Design stattfindet, von dem wir uns klar distanzieren wollten, um eben Valentins-Tattoos in dem Kunstkontext zu zeigen.
Wir wollten also viel Weißraum haben, wir wollten das mehr wie einen Ausstellungskatalog aufziehen, damit die Leserinnen wirklich die Möglichkeit haben, diese Bilder unabhängig vom Tattoo-Klischee auch anzusehen. In der Recherche und auch im Gespräch mit Valentin, der ja eben von der Radierung kommt, war Albrecht Dürer immer ein großer Name, der für seine Drucke ganz bekannt war. Wir haben uns dann so als Überthema auch die Renaissance genommen, haben da Satzspiegellehre und sowas angeschaut und wollten eigentlich wirklich ein sehr klassisches Buch vom Layout abliefern. Von mir kam dann viel Einfluss als angehender Schriftgestalter über die Typografie vom Buch. Hingegen hat Georg, der sehr viel mit Fotografie macht, dann den Teil der Bildbearbeitung übernommen und natürlich aber auch nochmal den Valentin im Studio dokumentiert. Von der Schrift her gab es vom Bachelorprojekt von Georg die Premiere von Thomas Gabriel schon quasi vorgegeben und wir wollten die auch behalten. Die ist super lesbar und mit dem Breitfederduktus ist die eigentlich eine sehr klassische Leseschrift und hat da auch all unsere Ansprüche erfüllt. Wir brauchen dann irgendwie noch einen Headline-Font und ich bin in der Recherche zufällig über Dürers Proportionslehren zu den römischen Majuskeln von der Trajan-Säule gestoßen. Wer das nicht kennt, in Rom ist eben die tolle Säule, von der wir nach wie vor die Großbuchstabenformen so ein bisschen abschauen. Und viele haben versucht, im Lauf der Geschichte diese Formen zu analysieren und irgendwie mathematisch zu begründen, warum die denn so schön sind. Und auf der Grundlage habe ich dann relativ frei die Formen übersetzt, nämlich in eine serifenlose Schrift. Und da kam dann die Valentin Sans nur in Großbuchstaben raus zum Buch. Also unser Headline-Font, der auch nochmal das Doppel-M drin hat von der Kampagne. Und fürs Buchcover, man sieht es eh drüben, gab es den Leitschnitt, aber weil die Zeit eng war, mal nur erst den Titel Valentin Hirsch. Und hier sieht man nochmal ganz schön eben auch den Kontrast. Also wir fanden, das passt eben auch zu der radikalen Trennung von Valentin zwischen organischen Formen und dann dem geometrischen, dass wir eben die Premiere gegensätzlich der Valentin Sans setzen. Dann war der Drucktermin schon bald da, Mitte Mai war das und es sind dann wieder ein paar Wochen vergangen, als wir dann endlich das Buch in Händen halten konnten. Vom Budget her gingen sich dann zum Glück ein paar Veredelungssachen aus. Wir hatten eine Prägung vorn drauf. Wir konnten uns auch zum Glück den Farbschnitt leisten. Das war uns ganz wichtig, weil das irgendwie das Buch so als ganz schwarzes Objekt nur mit der weißen Prägung vorn drauf nochmal irgendwie spezieller macht. Und weiters haben wir den Farbschnitt auch konzeptuell genutzt. Valentin verwendet ganz oft auch eben eine Linie, um die symmetrischen Hälften zu trennen. Und da findet man, wie man hier auf der Inhaltsseite sieht im Buch, ein paar so Gimmicks, wo wir halt dann mit dieser Trennung durch den Farbschnitt auch spielen. Hier dann, genau, da sieht man es jetzt. Und nochmal der Text in Anwendung, die Premiere mit der Valentin Sans. Hier im Interviewteil, ich klicke da jetzt einfach durch und dann eben ganz wichtig, nämlich Georgs Spezialität, da die Fotostrecke, die auch drin ist, wo man halt wirklich einen guten Eindruck auch nochmal von der Arbeitsweise von Valentin bekommt. Und das Buch ist chronologisch aufgebaut. Wir starten mit der Zeit von Valentin in Wien, wo er eben noch Drucke, Zeichnungen und auch Skulpturen angefertigt hat. Und später sieht man dann die drei Schaffensjahre, seine ersten drei Schaffensjahre in Berlin als Tätowierer. Da auf der linken Seite zu sehen ist eben auch die Flash-Thematik. Valentin fertigt alle Tattoos also nur als Flash ohne Schattierung an und die Ausarbeitung, die Schattierung findet dann eben auf der Haut statt. Das fanden wir eben auch spannend, dass man das eben, man kann dann im Buch auch nachvollziehen, wie sieht das eigentlich von der Vorlage aus und dann das fertige Motiv. Und dann hatten wir zumindest mal das Buch und dann ging es in den Endspurt. Und wo es für uns als Grafiker eigentlich schon zu Ende wäre und man sagen kann, okay, passt, nächstes Projekt, hat es für uns in gewisser Weise schon wieder angefangen. Und zwar mussten wir die ganzen Dinge, die sie uns auf einer Palette geliefert haben, auspacken. Der Valentin hat alle von Hand signiert. Wir haben sie wieder eingepackt. Dann zugeordnet den ganzen Adressen, geschaut, wohnen die Leute dort überhaupt noch. Also das ist relativ viel Aufwand dann auch zu schauen. Und dann haben sie Post fertig gemacht. Und dann kam noch eine letzte Hürde. Wirklich gebraucht haben wir sie nicht, aber sie hat uns halt einfach irgendwie eingeholt. Und zwar sind wir mit dem ersten Eingepackten von diesen Paketen, Buchpaketen rüber zur Post, die ist gleich nebenan.
legen es auf die Waage und sehen, wir haben uns ein bisschen verkalkuliert. Das Paket ist 100 Gramm zu schwer. Klingt jetzt vorerst mal nicht schlimm. In Deutschland ist aber Buchversand relativ billig, bis 1 Kilogramm. Und wir waren genau 100 Gramm drüber. Und dann haben wir eben gefragt, was das kostet. Und stellt sich raus, das ist ein Vielfaches, weil es über dem Kilo ist. Und international gesehen ist das natürlich dann eine Katastrophe für die Kosten. Und wir haben wirklich Schwein gehabt, kann man jetzt im Nachhinein sagen. Weil wir haben uns einen riesen Puffer ja vorher auf die Kampagne draufgeschlagen, den wir in dem Moment wirklich gut brauchen haben können. Aber dann, nachdem wir das mit einem Transporter zur Post gebracht haben und die dann das echt alles abgenommen haben und das wirklich weg war, haben wir endlich unser Ziel erreicht und wir waren fertig. Und ein paar Tage später sind wir dann auch schon belohnt worden, weil die Leute auf Social Media eben gepostet haben und sich gefreut haben und das erste Feedback eben digital geschickt haben. Und es ging dann weiter mit einem Book-Launch bei Dussmann, das ist eine Buchhandlung in der Friedrichstraße in Berlin, kennt vielleicht ein oder andere, mit so einer Podiumsdiskussion. Und dann durften wir mit Ignant, das ist ein Blog, durften wir auch noch in einer Pop-Up-Gallery ein eigenes Event machen und das vorstellen. Und für mich retrospektiv ist halt, muss ich sagen, für mich ist halt ein Traum wahr geworden. Ich wollte dieses Thema in ein neues Licht rücken und habe mit diesem Projekt und mit dieser Kampagne die Reichweite bekommen, die ich mir schon vor Jahren erhofft habe, die dieses Projekt bekommen kann. Genau. Und wenn man jetzt eben darüber nachdenkt, obwohl da total viele Hürden gekommen sind, war eigentlich das Coole dran, wir waren beide frisch vom Studium raus, wir hatten jetzt auch beruflich nicht wirklich andere Verpflichtungen außer dem Projekt. Was hieß, egal welche Hürde kam, wir haben sie einfach genommen, weil unser Ziel war, das Buch irgendwie zu verwirklichen. Und wenn ich eben jetzt dran denke, oftmals hätte man einfach sagen können, das klappt jetzt nicht. Wir haben uns einfach überschätzt oder irgendwie vertan, wo das Angebot reinkam oder eben dann auch wieder mit so Versandhürden etc. Und da bin ich auf jeden Fall sehr stolz, dass das dann alles geklappt hat und dass man da einfach nicht drüber nachgedacht hat, irgendwo Stopp zu sagen. Schön ist es auch, dass das Team weiterhin existiert, also wir arbeiten alle noch zusammen. Der Georg besucht regelmäßig den Valentin, um sich da weiterhin ein Stück Kunst immer wieder abzuholen. In der Zeit, in der ich dann noch in Berlin war, hat mir der Valentin auch so ein bisschen das Tattoo-Handwerk beigebracht und ich tätowiere jetzt selbst manchmal unter dem Projekt Type Tattoo, wo es darum geht, Buchstabenformen auf die Haut zu bringen. Und zum Ende können wir auf jeden Fall sagen, nochmal allen Danke, die Kampagne unterstützt haben. Wir hatten viele helfende Hände, die eben da beim Videoschnitt oder für Pressearbeit dann noch zusätzlich uns geholfen haben. Und euch sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit.